von unserem neuen Video hier auf meinem Kanal Bus und Bahn 1919. Und heute fahren die so historischen Straßenbahnen zum letzten Mal in diesem Jahr zum Mindestimpuls öffentlichen Verkehr. Da kommt eine 3206, das war meine Stadtbahn war. Bin ich hier ein. Leider sitzt du. So ein Fotopunkt. Vielleicht gehe jetzt mal davor auch mal kurz nach Stein, aber da war ich schon so oft. Da kann man sich jemand mal hochladen. Ja, Frau Wiener immer. Entlassen, so weit das ist. Wow, wie geil! Schaut mal. Wir sind in Düsseldorf unterwegs. Und wir sind von Düsseldorf heute gefahren. Also wir sind runtergefahren. Und Mörs war damals diese Grenze zwischen VRR und den VGN. Und heute ist der komplette Bereich der ebenfalls VRR seit 2012. Zum Beispiel. Und die U-Bahn-Linien sind heute in den Schnellverkehrsplan nicht mehr eingeteilt. Ebenso wie in diese Schnellbusse. So, sehr gut sehen kann, warte, wo ist nochmal die SW30? Damals gab es diese SW30 noch nicht mal. Damals die 920 von der DVG in der Kaufhaus und irgendwann müssen einfach das Modell die 920 eingestellt und durch die SW30 dann hier ersetzt. Das ist ein kleiner Plan. Und diesen Engelfang gibt es heute leider auch nicht mehr. Und die S28 fährt heute bis nach Wuppertal Hauptbahnhof und nicht nur bis nach Stadtwald. Und weil es auch vom Karst aus, vom Karster See bis nach Überfesen, bis nach Venlo gehen oder so. Hier Venlo Central Station, weiter Englisch mit Den Haag und Rotterdam. Und die 8 in die LB38 gibt es heute auch nicht mehr. Wir fahren halt nicht mehr durch bis nach Köln. Geil. Die alten Durchsagen. Die mag ich sehr, wie sie ansagen. Die alten Ansagen, ja. Dortmund ist der östlichste Punkt. Schwebefahrt SB, wow. Ich habe es auch SB, glaube ich, bis 1990 oder so. Manchmal VRS. Also VGN steht da oben nicht drauf, aber damals gehört der VGN quasi auch zum VRR. Wenn auch nicht so tariflich. Und da ist die 76, Patano, Scheinsche Gasse. Alles, ja. Technik ist halt auch nicht mehr. Bremke, ansonsten sind wir so alle Linien. Westfalenhalle. Reicht heute. Nein. Wunderbar. Sehr cooler Plan hier. Ich wollte mich mal fotografieren. Und jetzt da draußen? Nein, hier ist von der Rheinbahn. Wo man bestimmt aktueller, wenn ich das richtig sehe. Warte, wo man ist der denn? Oh geil, diese Linien, der Wellenplatz, hier Kubistraße, dort. Diese Linien gibt es heute nicht mehr. Das ist die heutige Märchenlinie. Das muss ich auch fotografieren. Das kostet 60 D-Mark. Das kostet 30 Euro.
Und du hast noch 30 Euro. Also mehr als doppelt so teuer. Entlassungszug am Steinberg. Schau mal. Das ist nur der alte VLR Fahrradinnovationskasten. Oh, ist so ein sehr schöner Wagen hier, wirklich wunderschöner Wagen. Aber nächstes Jahr soll es wohl weitergehen mit den Sonderfahrten. Dann nicht bis am Steinberg durch. Morfestraße. Können wir hier umsteigen? Sehr schöner Wagen, wunderschöner Wagen. Der schönste Stadtbahnwagen von damals. Oh. War das eine Lampe? Alten Haltungstasten. Funktionieren die noch? Nein, nein, nicht. Über Dortmund, Karl Herbert Oehlingen, Berg Düsseldorf. Made in Düsseldorf, also. Mal aussteigen. Was kommt jetzt hier auf? Weiter. Jetzt sogar Abfalleimer, was es in Berlin heute mal nicht mehr gibt. Geil. Sehr schöner Wagen. Damit waren man noch komfortabel reisen. Jetzt leider nicht mehr. Der nächste Halt ist ja schon am Steinberg. Da werde ich aussteigen und da werde ich noch in die Auto. Okay. Die waren nur die hier müssen wir aussteigen. Schade. Am Hauptbahnhof habe ich nicht so funktioniert. Das passiert häufiger bei der Rheinbahn und der Schufe aus. Ich habe mich schon gewundert. Hätte ich das nicht gewusst, dann hätte ich mir 100% hingefallen. Hätte ich 100% hingefallen, hätte ich mir stark Schmerzen, hätte ich auch im Krankenhaus machen können. Wegen dieser Aktion. Er hätte um Fahrer gehen sollen, aber der Fahrer wusste das wohl. Wenn auch vor, aber der Fahrer ist immer, wollte jemand aussteigen. Oh, geil! Geil! Es hat sich richtig gelohnt, jetzt hier nochmal am Steinberg zu fahren, denn da steht ein historischer. Da stehen gleich zwei historische Fahrzeuge. Einmal der R267, die Straßenbahn, und hier daneben ein Mercedes-Benz-Bus. Ich werde gleich den Bus separat fotografieren. Ich muss den eigenen Nachweis zeigen. Da ist der Bus.
getroffen. Ein sehr schöner historischer Bus. Schaut mal. Ein Benz, ein richtig schöner Benz, fuhr bis zum Krugerstadion zur Oberstation. Geil, so sahen die Busse damals aus. Richtig schön. Hier so mit Kinderwagenabteil. Fahrerbereich, also ein sehr schönes Lenkrad hinter Feuerlöscher. Wow, geil, richtig nice. So auch mit der uralten Kasse. So sah damals das Kassensystem aus. Ich meine, ich bin in dieser Werbung. Da ist der Bus an der anderen Seite. Ich sage schon mal auf Wiedersehen am Steinberg und bis ins nächste Jahr 2022. Denn heute ist der letzte Eröffnungstag der Ausstellung. Dann die Ausstellung in diese Winterpause oder so. Und dann im nächsten Jahr findet die Ausstellung erneut statt. Da kommt eine Straße, da kommt eine historische Straßenbahn. Ich komme eine historische Straßenbahn. Das sind 7-4 in Richtung an Steinberg natürlich. Leider habe ich nicht getroffen, auf der Wendeschleife mitfahren. Aus versicherungstechnischen Gründen. Das war ja nicht möglich. Noch Fotos. Und es wird weiterhin Ausstellung in den Sturmwänden. Ich bin in der Stelle 6. Mit der Bahn bin ich schon mal gefahren. Auf jeden Fall. Ich bin nach so mit zur Heerbahn gefahren. Hier in der historischen Straßenbahn, hier in Düsseldorf. Schade, dass es sowas in so Duisburg nicht gibt, in meiner Heimatstadt quasi. Schade, sehr schade schon mal. Erneuerung der Fahrleitung der Straßenbahn am Steinberg. Das ist alle wichtigen Informationen. Aufgrund einer Hotelaufenthalt. Geil. Cool, richtig nice, sehr gutes Angebot von der Rheinbahn, was man in einem Hotel sehen kann. Allerdings ohne so Frühstück. Aber wenn das im Hotel quasi für jeden Gast Frühstück gibt, dann frage ich mich, ob auch Rheinbahn-Gäste, also Anwohner, die von der Rheinbahn bezahlt werden, dass sie dann auch ins Frühstück dürfen oder nicht. Denn ich kann mir kaum vorstellen, dass es hier bei H-Hotel zum Beispiel, da ist das bitte für jeden kostenlos, dass es Unterschiede gibt, dass zwei Gäste da nicht reingehen dürfen und die anderen schon. War ich nicht glücklich. Aber vielleicht gehört das H-Hotel gar nicht so den Rheinbank-Kooperationspartnern. Ich habe auch immer von Kooperationspartner. Oder das H-Hotel sitzt noch nicht in Düsseldorf. Oder es mir vorstellen, der Fall ist. Leider ist das Wetter heute auch nicht so schön. Kuh ist mir halt überall. Er ist auch ein bisschen teurer geworden auf jeden Fall. Da waren die günstig, aber jetzt geht so. Aber ich habe auch sehr gute Angebote. Und ich laufe jetzt zurück zur Haltestelle, wo die Bahn jetzt kurz zum Papa noch fahren. Rehat, Montag ist halt zusammen von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Ansonsten Freitag leider nicht. Das liegt an dem Ladenschutzgesetz leider. Schade, dass zum Beispiel in Frankreich, in Spanien, Kroatien, Slowenien und auch in Holland, Belgien kann man auch, wenn die Supermärkte auch Ansonsten Freitag geöffnet.
und hier leider nicht. Keine Ahnung warum. Wegen Gichterbeziehungen. Also zum Beispiel Spanien in Katalonien, 100% Katholen. Nein, bis da ist 100% Katholen, katholisch geprägt. Und sind den ganz normal auch an Sonntagen geöffnet. Mittlerweile auch an Feiertagen. Ja, das ist die Mobilität der Zukunft. War nicht mit dem regulären Bahn, sondern mit der Sonderbahn wieder zurück. Ich hole mich jetzt wieder kurz.
Mein Posten von heute. Heute war wie ein wunderschöner Tag. Wir sind wieder zum Kunden, weil wir kurz in das neue KP1, die man schon immer überhaupt ist. Und dann geht es dann weiter in den Flughafen ab und zu lang. Und von dort aus nach Duisburg, ich schon von Duisburg nach Hause. Und dann hoffen wir natürlich, nach Hause. Und heute haben wir unter anderem zum ersten Mal wie einen historischen Messe-Events, einen historischen Events von der Rheinbahn gesehen und natürlich auch gefordert. Wirklich ein wunderschöner Wagen. Aber für die 450 Kilogramm bis nach Essen. Heute fährt die nur bis Mülheim. Und geht jetzt weiter in Richtung Hauptbahnhof. Und zwar wieder in diesen 306. In diesen Stadtbahnwagen. Und Motorplatz. Umsteigemöglichkeit in Richtung Oberbilk-Tannenhof. Sehr schöne Durchsage hier. Ja, sehr Ansage. Und der Wagen ist ja auch einfach wunderschön. So wurde ich hin. Und das wird auch den Rückfahrtsmauernhof habe ich in diesem Wagen absolviert. Im Teil von der 6er. Düsseldorf Hauptbahnhof, Endstelle. Bei denen darf man eben nicht mitfahren, auf der Schleife mitfahren, aber bei den anderen schon. Das hatte eben gehabt.